Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Discord-Video. Und heute geht es mal um den Chapter 4 Rework. Wer noch nicht auf meinem Discord drauf ist, kann in die Beschreibung gehen. Ich glaube, ganz unten ist der Discord-Link. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das gerne auch tun, um keine Videos zu Lego Star Wars, The Skywalker Saga oder Battlefront 2 oder Battlefield zu verpassen. Weil das solltet ihr definitiv nicht, denn es sind sehr gute Videos. Und auf Instagram könnt ihr sonst auch noch ein Follow dalassen. Wer jetzt nichts mit Discord zu tun hat, so richtig, kann gerne abschalten, muss aber nicht. Wen es interessiert, sage ich jetzt mal so, also das Kapitel 4 zu dem Star Wars Rollenspiel, aka Roleplay, RP, kann natürlich gerne da bleiben. Eure Meinungen sind auch in den Kommentaren dann gefragt zu den einzelnen Sachen. Das geht sowohl die RP-Spieler an, als auch die, die dann noch dazukommen würden. Chapter 4 kennt, glaube ich, jeder. Haben wir schon mal ein Video zu gemacht, werde ich oben rechts verlinken. Ich meine, zu Chapter 3 habe ich ein Video gemacht und jetzt zu Chapter 4. Und jetzt nochmal zu dem Chapter 4 Rework. Ich dachte mir, wir machen nicht nochmal Chapter 5, weil das wäre halt ein bisschen durcheinander jetzt unnötig, da nochmal Chapter 5 dann rauszuhauen. Nehmt euch ein bisschen Zeit, das Video kann über 6 Minuten gehen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange es geht. Vielleicht auch unter 6 Minuten. Ich fange jetzt einfach mal an. Wir werden erstmal schauen, welche Leute noch aktiv sind auf dem Server. Die, die inaktiv sind, werden gekickt oder wurden bereits schon gekickt. Die Leute, die im RP nicht aktiv sind, wurden aus dem RP rausgenommen. Dazu zählen einige, finde ich relativ schade, weil wir hatten ein paar gute Spieler, die echt aktiv waren, mit denen es auch Spaß gemacht hat, dort im RP zu interagieren, worauf ich mich natürlich nochmal freuen würde, dass da der eine oder andere wieder zurückkommen würde natürlich, und seinen Charakter wieder verkörpern würde, ob ausgedacht oder halt kanonisch, genau. Zu den ausgedachten Charakteren komme ich auch noch. Das nächste ist auf jeden Fall, dass wir eine beeinflussbare Zeitlinie nach Episode 3 haben. Kurz bevor der Order 66, also kurz bevor Mace Windu den Imperator entstellt. Oder sagen wir Chief Palpatine, aka Darth Sidious, entstellt. Da ungefähr kann man schon ein Alternativuniversum in Star Wars erschaffen. Entweder der Imperator überlebt oder stirbt. Also Palpatine, das ist vom Spieler unterschiedlich. Man kann auch sagen, Anakin stirbt, Padme stirbt, also sterben auch Luke und Leia. Da sind auf jeden Fall ein paar eigene Initiativen erforderlich und, sag ich jetzt mal so, Kreativität. Das ist sehr gut, finde ich, weil man muss sich nicht an Dinge halten wie den Kanon oder so. Man kann sich schon selber Sachen ausdenken und das ist mir auch persönlich wichtig, dass man da dann selber was machen kann. Eigene Stories mit Kanon-Charakteren sind möglich. Also angenommen, Count Dooku wird dann nicht getötet von Anakin, geköpft. Er wird dann gefangen genommen und wird auf Coruscant in das Hochsicherheitsgefängnis geschafft. Oder wie das heißt, ich glaube, das hat sogar einen richtigen Namen. Bin ich mir aber nicht sicher. Also man kann eigene Stories mit den Kanon-Charakteren entwickeln, zum Beispiel, dass Ahsoka auf den Imperator aka Palpatine trifft. Muss jetzt nicht Palpatine sein oder so. Das nächste ist, der Kanon wird zum Fanon. Fanon ist der Fan-Kanon, wer das noch nicht weiß. Unser Kanon in dem Star Wars RP wird sozusagen dann zum Fanon. Und da werden dann selber Sachen bestimmt. Fan-Kanon ist halt Fanon und das sind halt ausgedachte Dinge mit bei. Das, was wir sowieso in dem Sinne schon ein bisschen führen. Es wird Änderungen und Anpassungen der Events geben. Wir werden die Liste nochmal überarbeiten, werden die ein oder anderen Events noch dazu packen. Wenn ihr Ideen habt für ein Event nach Episode 3, dann lasst sie gerne uns zukommen. Entweder in den Kommentaren oder mir eine Direct Message über Discord schicken. Das wäre eigentlich mit das Beste. Oder Felix, unserem Content Creator, auf Discord.
Das nächste wäre, die Planetenliste wird überarbeitet. Die ist sogar, glaube ich, schon überarbeitet worden und wird erweitert. Täglich bis wöchentlich wird dann dort werden Änderungen vorgenommen. Das wird dann auf dem neuesten Stand sein. Also schickt am besten der jeweiligen Person, die dafür zuständig ist, in dem Falle Felix, wieder unserem Content Creator. Danke nochmal, dass du das alles machst. Ein dickes Lob geht raus an dich. Ihr könnt ihm dann immer schreiben, wenn ein Planet erobert wurde oder nicht, was da am neuesten passiert ist mit dem Planeten, welcher Planet noch fehlt, ob es Sinn macht, den Planeten aufzunehmen in die Liste. Dann haben wir neue Fraktion, Channels, und zwar zu der KUS und der Republik. Felix hat sich entschieden, den KUS-Channel zu leiten, in dem wird dann in dem Sinne erklärt, was für neue Einheiten die KUS hat, wer am neuesten beim Separatistenrat dabei ist und sowas, wer zur Droidenarmee gehört. Dort gehören natürlich neue ausgedachte Charaktere dazu, die nach Event 18 Umbara, in dem Falle dann jetzt Event 1, neue dazukommen, weil ab dann beginnt sozusagen die neue fiktive Zeitlinie. Dann haben wir halt noch den Republik-Channel, da haben wir bis jetzt noch keine geeignete Person gefunden. Wenn du dich dafür geeignet findest oder sagen möchtest, du würdest es gerne übernehmen, dass zum Beispiel die Klontruppler im dritten Kriegsjahr dann auf einmal die Sturmtruppenrüstung tragen oder die grauen Venatoren in Episode 3 zum Einsatz kommen und nicht mehr die farbigen, oder dass ihr neue Mitglieder im Jedi-Rat bekommt, sei es Ahsoka, dass Mace Windu zum Großmeister ernannt wird und Yoda den Jedi-Rat verlässt. Die Person hat dann in dem Sinne die Hand über die Republik, muss natürlich sehr aktiv im RP dabei sein, eigentlich jedes Mal in der Woche, und muss auch ein langzeitiger RP-Spieler sein, der schon etwas länger dabei ist. Wer sich dazu verpflichtet fühlt oder wer es gerne machen würde, schreibt mir einfach eine Direct Message oder auch DM halt, ne? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil wir brauchen in dem Bereich echt Leute, die sowas machen. Die NPC-Charakterbeschränkung wird auf einen Charakter sein, zwei Charaktere nur mit Absprache. Und dann möchte ich auch nicht sowas sehen, dass wenn man zwei Charaktere hat, dass wenn du jetzt persönlich Obi-Wan spielst, nehmen wir Darth Maul als Beispiel, du spielst Darth Maul, aber hast als NPC-Charakter Mace Windu. Das ergibt für mich persönlich keinen Sinn, da könnte man dann lieber Pre Vizsla nehmen, wenn er natürlich noch leben würde, oder Gar Saxon oder halt Sabine Wren oder sowas. In der Richtung halt, es muss zu der Person wirklich passen, zu deinem Hauptcharakter muss es passen. Das würde halt nur Sinn machen, also man kann nicht als Hauptcharakter einen von der 212. spielen und dann sagen, ich möchte als NPC jemanden aus der 41. spielen. Ich finde, das nimmt nochmal die Übersicht ziemlich weg, dass es noch unübersichtlicher wirkt. Es dürfen nur noch ein bis zweimal Charaktere gewechselt werden im Monat, zwei dann wieder mit der Absprache, also mit dem Co-Owner oder mit dem Owner oder mit einem RP-Manager. Da müsst ihr dann in dem Sinne nachfragen, ob ihr dann zum zweiten Mal in dem Monat Charakter wechseln dürft. Weil damit wir da nochmal ein bisschen die Last wegnehmen, immer wieder zu wechseln. Ihr sollt euch ja auch auf einen Charakter festlegen, den ihr gerne spielen wollt und nicht immer hin und her wechseln. Damit ihr euch fest ein Bild macht, den nehme ich und den spiele ich auch langzeit gesehen. Ich weiß, dass ich da selber Probleme mit hatte, aber ihr kriegt das, denke ich, genauso hin wie ich jetzt. Durch neue Events wird dann halt eine neue fiktive Star Wars Fanon-Timeline geschaffen, habe ich ja vorhin schon erklärt. Es wird einen Timeskip bis zum 18. Event geben, bis zu Umbara. Ihr macht den ja gerade oder habt den schon gemacht. Dort habt ihr eure wichtigen Storylines zu Ende gemacht, die bis zum zweiten Kriegsjahr natürlich dann beendet werden müssen. Dann haben wir noch Überarbeitung der Bot-GIFs. Ja, die Bot-GIFs wurden überarbeitet und ja, gibt halt neue GIFs, wenn jemand den Server joint oder verlässt oder wenn ihr ein Level aufsteigt. Sowas. Dann haben wir noch eine sehr wichtige Regel, die ich ganz am Anfang noch besprochen habe. Keine ausgedachten Klonlegionen. Es wird keine ausgedachten Klonlegionen mehr geben, weil wir sowas nicht sehen wollen, dass ihr die 8. Legion habt, 16. Legion, 24., 337. oder sagen wir 817. Was auch immer es nimmt wieder die Übersicht raus. Vor allem ist es schwierig für andere
sich einzufinden, ich sag mal, für neue RP-Spieler, die immer gerne bei uns gesehen werden, dass die dann in dem Sinne sich zuordnen können, weil es gibt sehr viele Leute, die wir in der Vergangenheit hatten, die wirklich sich eine Legion geschnappt haben und dann alleine in dieser Legion waren. Und ich finde, es fehlt noch ein bisschen das, dass man im RP mit allen zusammen interagiert. Also man kann ja nicht immer was mit Legion zu Legion machen, sondern dass man ein paar mehr Leute in der Legion hat. Die 414. als ausgedachte Legion wird erstmal leider die einzige Legion sein, die sozusagen drinne bleibt im Fanen, weil das so die Legion ist, die noch am übersichtlichsten ist, weil wir die halt auch schon sehr lange haben. Jetzt zeige ich euch nochmal das neue Bild für die Season. Und ich denke, das war's. Schreibt gerne eure Anregung dazu, was ihr vielleicht in der nächsten Chapter aka Season sehen wollt, was in Chapter 5 abgeändert werden muss. Habt ihr irgendwelche coolen Regeln, die noch dazukommen, sollten die im Regelwerk fehlen? Habt ihr coole Channel-Ideen? Habt ihr coole Ideen für vorgefertigte Charaktere? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Schreibt eure Meinung zum Star Wars RP in die Kommentare, weil wirklich durch eure Anregungen und Verbesserungen können wir nur das RP besser machen. Und das ist wichtig, redet und redet und helft uns. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch einen kleinen Einblick in das RP gebracht. Selbst wenn ihr nicht wirklich aktiv im RP seid oder noch gar kein Star Wars RP gemacht habt, könnt ihr gerne reinjoinen. Wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.